Hi, heute gibt's mal eine Beilage wieder, und zwar eine richtig geile Beilage, die eigentlich bei keinem Grillen fehlen sollte, und zwar Rosmarinkartoffeln. Ich stehe total auf Rosmarinkartoffeln und die sind so einfach, also viel einfacher geht's bald nicht und total lecker. Ja, was wir dafür alles brauchen, haben wir auch schon hier vorliegen, das ist wirklich gar nicht viel. Wir haben hier kleine Frühkartoffelchen, man kann auch große Kartoffeln nehmen, aber ich mache es am liebsten mit den kleinen Frühkartoffeln. Dann haben wir hier etwas Rosmarin, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Und zum Arbeiten brauchen wir noch ein bisschen Alufolie und ein bisschen Backpapier. Ja, ganz zu Beginn schneiden wir erstmal die Kartoffeln durch. Und zwar so der Länge nach in Hälften. Das machen wir jetzt mit allen. Können natürlich auch noch ein paar ganz lassen. Empfehlen sich natürlich dann die kleinsten zu. So, die Kartoffeln haben wir jetzt alle klein geschnitten. Wenn da so ein paar kleine Schadstellen drin, die kann man natürlich wegschneiden. So, als nächstes geben wir Salz an die Kartoffeln. Achso, die Kartoffeln sind natürlich vorher abgewaschen. Ganz wichtig, damit da nicht noch so ein bisschen Erde oder sonstiges dran ist. Aber die sind ja von Natur aus schon relativ sauber, diese kleinen Frühkartoffeln. Ja, jetzt geben wir Salz dran. Es kann ruhig ordentlich Salz dran, weil die schlucken unwahrscheinlich viel. Also wie gesagt, keine Angst vor Salz dabei. Dann geben wir noch etwas Pfeffer dazu. Wir machen das auch, das Salz geben wir auch, bevor wir das Öl an die Kartoffeln geben, hier dran. Weil dann einfach die Kartoffeln besser das Salz annehmen. Sonst haben wir eine Schicht Öl drüber und dann nehmen die das nicht mehr so gut an. So ist der Effekt natürlich größer. So, jetzt haben wir Pfeffer dran, Salz dran. Jetzt können wir auch schon direkt das Öl drüber geben. Ruhig reichlich. So, das Ganze schwenken wir nochmal. So. Dann nehmen wir uns den Knoblauch vor. Den schneide ich einfach groß in Scheiben, weil den essen wir nachher nicht mit. So, jetzt haben wir hier Alufolie. Also wir grillen das Ganze in Alufolie, damit die Kartoffeln aber nicht direkt mit der Alufolie in Berührung kommen, legen wir einfach noch ein bisschen Backpapier drüber. Da geben wir jetzt unsere Kartoffeln drauf. Den Knoblauch, den legen wir hier einfach mit rein. Den Rosmarin geben wir mit rein und jetzt falten wir das Ganze einfach zusammen. So, jetzt haben wir das hier oben noch ein bisschen offen, einfach noch ein bisschen Alufolie drüber. Ja, jetzt haben wir hier ein schönes dichtes Paket und das geben wir jetzt einfach 35 Minuten indirekt bei ungefähr 250 Grad auf den Grill und dann ist das Ganze auch schon fertig. So, und die 35 Minuten sind rum. Wir sind bei ja, etwas über 250 Grad gefahren. Und jetzt müssten sie auch eigentlich fertig sein. Duften tut es auf jeden Fall schon fantastisch. Oh, da kommt ein Duft raus. Das ist herrlich. Wahnsinn. Ja, dann testen wir mal an. Womit man die natürlich gut essen kann, ist der Ranch Dip, den verlinke ich euch, der steht dann nachher da oben im Eck und ja. Auf jeden Fall sehr heiß. Und lecker.
Die haben so ein schönes Aroma von dem Rosmarin, von dem Knoblauch. Das passt also super zusammen und es ist so einfach. Das ist der helle Wahnsinn. Also das ist mal eben schnell gemacht im Backofen oder auf dem Grill, wie ihr wollt. Ja, und eine super Beilage. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen freundlichen Kommentar und, falls noch nicht getan, abonniert meinen Kanal. Ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.